So, also wir genießen hier den Sonnenuntergang, der bald kommt. Heute soll es auf jeden Fall hier um das Prachtstück gehen, um den M140. Ich möchte euch zeigen, woran ihr erkennen könnt, dass ihr ein OPF habt, wenn ihr nicht wirklich ein Kfz-Mechaniker seid oder so. Ihr habt auf der einen Seite hier unten, ich weiß nicht, ob man das sieht, genau ein Kühler. Und im Normalfall, wenn ihr ein ohne Autopartikelfilter habt, ist hier, wie ihr das sehen könnt, geschlossen. Bei einem 40i, der einen Autopartikelfilter mittlerweile hat, ist es auch offen und da seht ihr auch einen Kühler, sprich einen zweiten Kühler. Meiner ist auf jeden Fall ohne, was die Leistung auf jeden Fall verschlechtert. Das erklärt dann auch die verschiedenen 100er, 200er Zeiten, die es auf YouTube mittlerweile gibt. Denn so wie meiner fährt in etwa eine 11er Zeit und die mit Autopartikelfilter fahren in der Regel so eine 12er Zeit. Also sprich, der schluckt schon eine Sekunde und auf jeden Fall einiges an Sound. Es gibt ja einige Gerüchte, dass die Schalter, so wie ich ihn hier habe, aus dem Programm genommen wurden, bis jetzt zumindest April oder Juni, Juli 2018 dann eingeführt wurde. Nimmt einiges an Leistung weg. Die ohne Autopartikelfilter streuen ja auch in etwa auf 370 PS. Die mit halten ungefähr ihre 340. Das erklärt auch auf jeden Fall auch die Zeiten. In diesem Sinne, das war es auch schon vom Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like da und folgt mir auf Instagram. Peace.